Ja, guten Morgen in die immer größer werdende Runde. Ich begrüße Sie alle, werte Kolleginnen und Kollegen, zu unserer heutigen Veranstaltung zum 14. Treffen des Landesnetzwerks Energie und Kommune, kommunale Energieausschreibungen, Chancen und Stolpersteine. Bevor wir richtig beginnen, möchte ich zunächst einige organisatorische und allgemeine Hinweise loswerden. Ich möchte darauf hinweisen, dass nur die Moderatoren, diejenigen, die präsentieren, mit Bild und Ton zu sehen sind. Alle anderen bitte, wenn Fragen sind, diese im Chat formulieren. Bitte führen Sie keine längeren Unterhaltungen im Chat. Wir möchten, dass der Chat übersichtlich bleibt und werden dann nach der Präsentation die Fragen zusammengefasst nochmal darstellen und auf Ihre Fragen eingehen. Wenn Sie Probleme haben sollten mit Ton und Bild, dann versuchen Sie als erstes, das Bild oder zu aktualisieren. Oben in der Zeile haben Sie so einen kleinen runden Pfeil. Da können Sie jederzeit eine Aktualisierung vornehmen. In den meisten Fällen ist das Problem dann behoben. Achten Sie darauf, dass Sie einen aktuellen Browser haben. Das führt auch manchmal zu Problemen. Wenn Sie gar nicht weiterkommen, können Sie sich auch an unsere Kollegin, die Frau Lemke, wenden. Sie sehen hier auf dem Bildschirm die Telefonnummer eingeblendet. Dort können Sie auch anrufen und Frau Lemke wird Ihnen versuchen zu helfen. So, bei diesen Vorbemerkungen möchte ich es belassen und übergebe das Wort an Herrn Trappe, der die Veranstaltung offiziell begrüßen wird. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen im Namen der gesamten Mannschaft der LENA zu diesem 14. Landesnetzwerktreffen. Es ist so ziemlich genau ein Jahr her, da haben wir die erste Veranstaltung online durchgeführt. Wir sind ja in den Pandemiezeiten, Sie alle wissen das, Sie alle leiden drunter. Wahrscheinlich sind wir da irgendwie insgesamt eine Leidensgemeinschaft. Jetzt gibt es ja so ein bisschen Hoffnung, die niedrigen oder sinkenden und fallenden Inzidenzzahlen lassen hoffen, dass wir bald zu einer neuen Normalität zurückkehren. Ja, das 14. Landesnetzwerktreffen Energie und Kommune. Ich möchte mich zunächst mal bedanken bei unseren Kooperationspartnern. Sie haben es gesehen in den Einladungsmedien. Wir kooperieren bei diesem Landesnetzwerk mit dem Verband der kommunalen Unternehmen. Also an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Kooperationspartner. Wir haben für diese Veranstaltung mit dem Städte- und Gemeindebund kooperiert. Insofern, dass wir die Kubus, die kommunale Beratung und Service GmbH, gebeten haben, uns zu unterstützen bei dem Thema Energiebeschaffung. Die Kubus, für viele wissen das vielleicht nicht, da ist der Städte- und Gemeindebund ein Kooperationspartner. Und wir wissen aus Gesprächen mit Kommunen, dass es ja schon aktive Beziehungen zur Kubus gab. Insofern freuen wir uns, dass die Kubus dabei ist und dass uns der Städte- und Gemeindebund für diese Veranstaltung unterstützt. An der Stelle nochmal herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Energiewende, Klimaschutz, wo stehen wir? In den jüngsten Tagen, Sie haben das sicherlich alle mitverfolgt, gab es die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz. Das gibt uns, und da spreche ich jetzt mal intern als Energieagentur des Landes beziehungsweise Energie- und Klimaschutzagentur des Landes. Das lässt uns hoffen, dass wir die Dynamik, die jetzt gerade in den ganzen Prozessen drin ist, nicht verlieren. Es gibt einen gewissen Aufschwung, wenngleich das natürlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, die wir alle miteinander meistern müssen. Was heißt das konkret? Deutschland will früher klimaneutral werden. Wir hatten ja bislang die Ziele bei Klimaneutralität etwas weiter in die Zukunft versetzt. Wir haben jetzt neu nach der Klimaschutzrechtsprechung bis 2030 -65% der CO2-Emissionen. Das war vorher nur 55%. Und wir wollen bis 2040 die CO2-Emissionen um 88% senken.
und wollen dann schlussendlich bis 2045 die Klimaneutralität erreichen. Das sind also große Herausforderungen, die jetzt in dem Gesetzestext geschrieben worden sind und denen wir uns in irgendeiner Weise alle stellen müssen. Dazu kommt, dass die jährlichen Emissionsmengen auf die Sektoren aufgeteilt worden sind. Wir haben also jetzt eine gewisse Verbindlichkeit. Wenn man jetzt beispielsweise den Gebäudesektor nimmt, da kommen wir aus etwa 118 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und wir wollen dann in Richtung 67 Millionen Tonnen als Zielmarke. Das heißt, wir haben irgendwie, um die 50 Millionen Tonnen einzusparen, wenn man das jetzt auf die nächsten 10 Jahre aufteilt, dann haben wir in etwa unsere Herausforderung für diesen Bereich, der ja für die Kommunen eine große Rolle spielt, wenngleich natürlich eine Kommune in allen Sektoren irgendwie auch unterwegs ist. Sachsen-Anhalt hatte sich das Ziel gesetzt, am Ende dieser Legislatur, und Sie alle wissen das, die Landtagswahl steht ja bevor, wir hatten als Zielstellung 31,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente am Ende dieser Legislatur. Die Lena war beauftragt, zusammen mit dem Landesamt für Umweltschutz das Klima- und Energiekonzept zu monitoren bzw. ein Monitoring aufzubauen. Das ist auch erfolgt. Wir haben ganz viele Gespräche geführt in den letzten Jahren. In dem Klima-Energiekonzept sind 72 Maßnahmen drin. Etwa gut ein Drittel lassen sich jetzt schon quantifizieren. Und die anderen, die noch offen sind, die werden in den nächsten Jahren abgearbeitet. Wir gucken mal jetzt, wenn die Zahlen dann verfügbar sind, inwieweit wir die Zielstellung erreicht haben. Wir sind momentan sehr guter Hoffnung. Strategisch hat sich das Land auf den Weg gemacht. Wir haben also neben dem Klima-Energie-Konzept eine digitale Agenda. Wir haben einen Strukturwandel. Wir haben die Wasserstoffstrategie, die ja gerade in der letzten Woche verabschiedet ist vom Kabinett. Und damit sind natürlich auch wieder Dinge verbunden, von denen wir direkt betroffen sind, was das Thema Wasserstoffstrategie betrifft. Da ist ein Beschluss gefasst worden vom Kabinett, eine Koordinierungsstelle aufzubauen bei der Lena, vorbehaltlich der Landtagsbeschlussfassung. Wir müssen also sehen, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entschieden wird. Aber wir gehen davon aus, dass es dann in der zweiten Jahreshälfte irgendwie zu solchen Dingen kommt, eine Koordinierungsstelle für die Wasserstoffstrategie bei der Lena einzurichten. In welcher Phase sind wir jetzt? Wir beschreiben mal die Phase, dass wir aktuell ja dabei sind, die vorhandenen Energieverbräuche zu optimieren. Also wenn man sagt, das große Ziel ist Klimaneutralität in 2045, dann fragt man sich, was müssen wir eigentlich jetzt tun? Und dann kann man als eine Antwort geben, wir müssen die vorhandenen Energieverbräuche optimieren, reduzieren, also den fossilen Energieverbrauch so weit wie möglich runterbringen oder durch neue erneuerbare Energien substituieren und die erneuerbaren Energien ausbauen. Auf diesem großen Weg haben wir uns alle gemacht und deshalb ist das Thema Energiemanagement und Energiemonitoring für die Kommunen ein sehr großes Thema und damit eng verbunden ist dann natürlich auch die kommunale Energiebeschaffung. Insofern ist das Thema der heutigen Veranstaltung die kommunale Energiebeschaffung. Und da freuen wir uns, dass uns die Kubus mit einem Vortrag zur Seite steht. Nutzen Sie die Gelegenheit am Ende für Fragen. Es ist ja anmoderiert worden. Ja, die Herausforderungen überall bestehen also im Grunde genommen in den nächsten 10 Jahren darin, dass man guckt, was hat man im Gebäudebestand, was hat man in der Anlagetechnik und was kann ich mit dem Nutzerverhalten für Potenziale heben, sowohl Energieeffizienzpotenziale als auch als Treibhausgasminderungspotenziale. Wenn wir uns die Landschaft angucken, dann gibt es eine ganze Menge zu tun im Land Sachsen-Anhalt. Beispiel Wärmeerzeugungsanlagen. Wir haben in etwa 550.000 Wärmeerzeugungsanlagen im Land. Von denen sind 50% älter als 18 Jahre und ein Viertel, 24%, sind älter als 27 Jahre. Das zeigt, wir haben da eine Menge vor der Brust und wir gehen davon aus, dass also in den nächsten Jahren so eine Modernisierungswelle ansteht. Und da muss man halt gucken, dass wir die richtigen Schritte tun und die Modernisierung dann möglichst gewinnbringend für die Klimaschutzziele, für die Energiewendeziele umsetzen. Ja, das vielleicht von meiner Seite so zum großen Ganzen. Wenn Sie Fragen direkt haben, können wir die sicher sowohl bilateral als auch im Chat klären.
Ich würde mich jetzt an der Stelle verabschieden und wir leiten über an das Grußwort des Geschäftsführers des Städte- und Gemeindebundes, Herrn Leindecker, der nicht selber dabei sein konnte, aber uns freundlicherweise ein Grußwort als Videobotschaft übermittelt hat. Also, ich wünsche ein gutes Gelingen der Veranstaltung, drückt die Daumen. Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Tag. Meine Damen und Herren, ich darf Sie über diesen außergewöhnlichen Weg zunächst begrüßen und Ihnen die herzlichsten Grüße des Präsidenten des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt, Oberbürgermeister Dr. Trümper und der gesamten kommunalen Familie im Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt übermitteln. Ich konnte heute leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen, aber Energieversorgung, Energiesicherheit ist ein zentrales Thema der kommunalen Familie und die Städte und Gemeinden haben historisch beim Aufbau der Energienetze und der Energiewirtschaft insgesamt die Grundlagen gelegt, auf denen heute gearbeitet werden kann. Deshalb ist die Zusammenarbeit auch mit der Lena und der Energieversorgung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber der effiziente Einsatz von Energie eine ganz zentrale Herausforderung für die Städte und Gemeinden. Und die Möglichkeit, dieses heute auch nochmal zu thematisieren, halte ich für ganz wichtig, um die Lösungen, die in dieser Frage heute auf der Agenda stehen. Und sie sind ja insbesondere gekennzeichnet durch die Energiewende und die entsprechende Umsetzung der erneuerbaren Energien, diese Lösung dieser Fragen überhaupt bewältigen zu können. Wir haben in der Kommunalwirtschaft so ein bisschen Stolpersteine in den letzten Jahrzehnten aufgebaut bekommen, die uns heute Schwierigkeiten machen, zum Beispiel als Städte und Gemeinden eigenwirtschaftliche Unternehmen zu betreiben, die quasi Energieversorgung in der Region sicherstellen können. Da müssen immer viele Umwege gemacht werden. Und trotzdem ist aber Energiewirtschaft und Energieversorgung zentrale Herausforderung, gerade auch in Zeiten der Energiewende in Deutschland. Deshalb ist es wichtig, dass Sie gemeinsam mit der Lena nach Lösungen suchen. Und ich verhehle nicht, dass energieeffizienter Einsatz auch in den vergangenen Jahren immer zentrale Herausforderungen für die Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt gewesen sind. Sie wissen ja auch, dass wir mit der Stiftung, Energiestiftung, die wir seinerzeit gegründet hatten, mit dem Umweltministerium zusammen schon vor über 20 Jahren versucht haben, energieeffiziente Projekte umzusetzen und damit auch kommunale Initiativen zu fördern, die in diesem Bereich hervorgegangen sind. Wir haben damals aus Altvermögen sogar Geld damit eingebracht, um den Kommunen helfen zu können, die energietechnischen Fragen damals zu lösen. Und wenn Sie in der Rückschau in den letzten 30 Jahren auf das sehen, was die Städte und Gemeinden gemacht haben, dann ist es insbesondere auch eine effiziente Nutzung von Energie, eine Verbesserung der energetischen Gebäudesubstanz und Ähnlichem. All diese Dinge sind keine Fremdworte für uns. Die neu eingebaute Mess- und Regeltechnik nach der Wende hat unter anderem zu massiven Einsparungen von Energien geführt. Auch die Dämmung und die besseren Maßnahmen für Heizungsanlagen, das alles sind Dinge, auf die Sie auch als Kommunalpolitiker ein Stückchen stolz zurückschauen können. Jetzt geht es in die Energiewende hinein und ich bin davon überzeugt, dass die Städte und Gemeinden diese Herausforderung gut lösen werden. Ich danke Ihnen. Peter, dein Mikrofon ist nicht an. Das sind die Tücken der Technik. Entschuldigung, das Mikrofon war noch aus. Nach diesen Begrüßungen, nach diesen Wünschen an Sie alle, dass Sie die Anforderungen der Energiewende gut meistern mögen, möchten wir mit der heutigen Veranstaltung und den heutigen Informationen Ihnen ja
wichtige Informationen vermitteln, damit sie auf diesem Weg auch wirklich erfolgreich sein können. Natürlich sind die Energieausschreibungen nur ein Baustein, sie sind aber ein wichtiger Baustein. Und was dort so Chancen und Stolpersteine sind, worin die Pflicht besteht, was sie machen können, wie sie vorgehen sollten, darüber wird uns die Frau Anders informieren, die Frau Anders von der Kubus GmbH. Herr Trapper hatte es schon erwähnt. Frau Anders wird heute genau diese Fragen für Sie versuchen, mal in kurzer Form zusammenzufassen. Sie wissen, alle Ausschreibungen sind ein Thema, wo doch manchmal auch im Detail noch der Teufel steckt. Wir hoffen, mit den heutigen Informationen Ihnen allen dort ein gutes Rüstzeug mitzugeben, dass Sie zukünftig dort besser diese Anforderungen, die daraus resultieren, meistern können und dass Sie die Chancen auch wirklich wahrnehmen können. Ich übergebe das Wort an Frau Anders. Hallo, guten Morgen. Müssen wir zur Startseite finden. Ja, herzlichen Dank, Herr Trapper und Herr Steinfurt, für die Einführung. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich gefreut, dass Herr Trapper im letzten Jahr auf mich zugekommen ist und wir es geschafft haben, dieses Online-Seminar hier heute auf die Beine zu stellen. Und ja, ich heiße Sie herzlich willkommen in meinem heimischen Wohnzimmer heutzutage. Herr Steinfurt sagte es schon, Herr Trapper auch, die Pandemie hat uns ja immer noch fest im Griff, sodass wir im Großen und Ganzen auch hauptsächlich noch zu Hause arbeiten, auch wenn die Zahlen bei uns in der Pfau und im Landkreis inzwischen sehr gut aussehen. Es gibt Hoffnung und ja, ich hoffe, wir werden nicht gestört hier heute. Also herzlich willkommen und es geht eben um die kommunale Energieausschreibung, Chancen und Stolpersteine. Ich würde zuerst ein bisschen was zum Unternehmen und zu mir und meinem Team dann sagen und dann einfach so ein bisschen das Verfahren mal skizzieren, wie wir mit dem umgehen, was so Themen sind. Und genau, am Ende stehe ich dann für Fragen noch zur Verfügung. Die Kubus GmbH wurde 1997 gegründet von den kommunalen Spitzenverbänden. Ziel war einfach, dass man die Anforderungen der Kommunen besser bedienen wollte. Und ja, folgende Gesellschafter waren eben von Anfang an dabei. Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern, der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern, der Städtebund Schleswig-Holstein und der Landkreistag Schleswig-Holstein. Und wir haben aber auch seit 2012 eine enge Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag gehabt. Aufgrund der Tatsache, dass wir dort damals den Zuschlag erhalten hatten, große Bündelausschreibungen durchzuführen. Und 2015 hat es sich dann ergeben, dass der Bayerische Gemeindetag auch Gesellschafter wurde. Seit Juli 2011 haben wir die Kooperation mit dem Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt und seit Oktober 2018 auch mit dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg. Und ferner verbindet auch uns auch eine enge Zusammenarbeit mit der Kommunalagentur in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hier nicht aufgeführt, aber das ist einfach ja, eine enge Zusammenarbeit in vielen Bundesländern, sodass man eben bundesweit gut verzahnt ist und viel kommunales Know-how vereinen kann, aber eben auch einen guten Draht hat. Was sind die Fragen der Kommunen? Worauf kommt es an? Was sind die Themen, um die man sich kümmern sollte? Ne? Und ein zentrales Thema ist eben das Vergaberecht, insbesondere die Energieausschreibung. Ja, die Haupttätigkeitsfelder der Kubus GmbH sind im Prinzip drei Säulen. Zum einen das Verwaltungsmanagement. Ich habe einfach überall drei Beispiele mal aufgeführt. Da sind natürlich Stellenbewertung, Bedarfsermittlung von zentraler Bedeutung, Organisationsberatung, aber auch Kennzahlen, Vergleiche und Optimierungsprojekte, zum Beispiel von Bauhöfen. Und dann haben wir einen großen Bereich Beiträge und Gebühren. Hier machen die Kalkulationen von der Kohlenfremdenverkehrsabgabe sowie Friedhofsgebühren und Feuerwehrgebühren einen großen Anteil aus.
Und die dritte große Säule der Ocubus GmbH ist der Bereich der Vergabeverfahren, insbesondere eben der Strom- und Erdgasausschreibung. Einige werden uns vielleicht auch kennen durch die Ausschreibung von Feuerwehrfahrzeugen. Und da machen wir auch ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel Druck- und Kopiertechnik, Papierausschreibung und so weiter und so fort. Genau. Das Cubus Energieteam sieht so aus. Oben links, ja, bin ich als Teamleiterin seit 2019. Mein Name ist Katrin Anders. Ich bin studierte Wirtschaftsjuristin. Ich habe in der Hansestadt Wismar meinen Bachelor- und Masterabschluss gemacht und ja, lebe auch heute nur 6 Kilometer entfernt. Bin also der Heimat treu geblieben und durfte seinerzeit 2010 direkt nach dem Studium bei der Cubus GmbH einsteigen und habe dann auch dort gleich mit dem Thema elektronische Ausschreibung, was wir eben schon seit 2010 entwickelt haben, mitgearbeitet und seinerzeit das Portal mit aufgebaut. Bin also von Anfang an dabei und ja, konnte mir mein Team so ein bisschen zusammenstellen über die Jahre und inzwischen sind wir wirklich ein sehr ja, freundschaftliches, gut motiviertes Team miteinander, um alle Aufgaben zu meistern. Interdisziplinär von Wirtschaftsjuristen, Volljuristen, Betriebswirtschaftlern. Die beiden Damen rechts sind unsere Assistenzkräfte, Rechtsanwaltsfachangestellte. Und ja, so sind wir eben gut aufgestellt, um uns allen Themen widmen zu können. Was machen wir so? Der Großteil unserer alltäglichen Arbeit sind Strom- und Erdgasausschreibungen, hauptsächlich Stromausschreibungen. Ich habe einfach mal den Verlauf für 2020 dargestellt. Wir haben in 2020 136 Einzelausschreibungen durchgeführt und ich habe das hier mal mengenmäßig nach Bundesländern dargestellt. Da sieht man eben, ja, aufgrund unserer Gesellschaft, da sicherlich sind wir in Schleswig-Holstein natürlich sehr, sehr stark vertreten. Ein Großteil haben wir auch in Brandenburg, Bayern. Natürlich durch die großen Bündelausschreibungen, die wir dort im Energiebereich machen, kommen auch viele Kunden auf uns zu, die eine Einzelausschreibung möchten. Und ja, Sachsen-Anhalt ist an 5. Stelle. Ich habe mal geguckt, auch in diesem Jahr haben wir wieder rund 20 Kunden schon, die wir mit Strom und Erdgas mit der Ausschreibung unterstützen dürfen. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Namen in der Teilnehmerliste gesehen. Schöne Grüße, die sich auch schon mit unserer Dienstleistung so ein bisschen auskennen. Genau. An den ersten 6 Plätzen an den Bundesländern hat sich in den letzten 2 Jahren nicht viel geändert. Und ja, der Hauptteil, den macht eben wirklich die europaweite Ausschreibung bei uns aus. Das waren 113 Verfahren von diesen 136 und nur 23 Verfahren, rund 17%, waren nationale Ausschreibungen, dies hauptsächlich im Erdgasbereich, naturgemäß, weil der Auftragswert dort aufgrund des niedrigen Gaspreises natürlich im Vergleich zu Strom doch häufiger mal nicht erreicht wird. Ne? Genau, an und für sich machen wir eben so 140 bis 150 Einzelausschreibungen im Jahr. Parallel dazu führen wir eben aber auch Bündelausschreibungen durch. In 2020, sagte schon für Bayern, Gasausschreibung für das Bundesland durchgeführt, für alle öffentlichen Auftraggeber für 216 ungefähr. Und aktuell bereiten wir die große Strombündelausschreibung vor für bayerische Kommunen. Das sind ungefähr 1500 Teilnehmer. Also da sind wir immer sehr gut mit ausgelastet. Deswegen fangen die Vorbereitungen auch schon 2 Jahre im Vorfeld an. Und ansonsten ist es natürlich so im Energiebereich gut, wenn man irgendwann das Vergaberecht durchstiegen hat. Und es ist ja auch immer so, nach der Reform ist vor der Reform. Die letzte, gut, ist schon wieder eine Weile her, 2016. Wenn das Vergaberecht sitzt, wie gesagt, dann gibt es ja eben auch viele energiewirtschaftliche Regelungen und Themen, die man auch irgendwie durchsteigen muss, weil man ja die Ausschreibung ja darauf ausbaut oder Punkte davon abhängen. Wir gestalten unsere Lieferverträge selbst und so weiter und so fort. Da muss man natürlich auf dem Laufenden bleiben.
oder auch generell Dinge, die auf die Lieferung auch Einfluss haben, so wie jetzt die Einführung der elektronischen Rechnung, die neue bundesweite Vergabestatistik, das neue bundesweite Wettbewerbsregister und so Sachen, die wir natürlich auch parallel zur Auftragsbearbeitung im Blick haben müssen. Genau. Ja, kurz was zu den Rechtsgrundlagen. In Abhängigkeit vom Auftragsvolumen findet entweder Vergaberecht oberhalb oder unterhalb der Schwelle Anwendung. Und dieser sogenannte Schwellenwert wird alle 2 Jahre festgelegt und beträgt seit 2020 214.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen. Oberhalb des Schwellenwertes sind das GWB und für öffentliche Auftraggeber die VGV, Vergabeverordnung, zu beachten. Gegebenenfalls, falls Wasserverbände angemeldet sein sollten, würde die Sektorenverordnung im Oberschwellenbereich gelten. Hier allerdings immer mit dem doppelten Schwellenwert, erst dann ab 428.000 Euro. Im Unterschwellenbereich ist regelmäßig das Haushaltsrecht, die Landesvergabegesetze und in der Regel die Unterschwellenvergabeordnung oder wie hier die VLA zu beachten. Ja, vergaberechtliche interessante Regelungen in der Landeshaushaltsordnung Sachsen-Anhalts sind unter anderem Paragraph 7, der besagt, dass bei der Aufstellung und Ausführung des Haushalts der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten ist. Und Paragraph 55 der Landeshaushaltsordnung sieht vor, dass dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen eine öffentliche Ausschreibung vorauszugehen hat. Und ich glaube, inzwischen gibt es fast eigentlich in jedem Bundesland Landesvergabegesetze. Das Landesvergabegesetz in Sachsen-Anhalt ist schon etwas älter und ich meine auch schon seit einigen Jahren ist da auch mal eine Überarbeitung geplant, bisher nicht passiert. Vielleicht kommt es noch. Dieses gilt eben für einen Auftragswert ab 25.000 Euro für öffentliche Auftraggeber, für Kommunen, für Verbandsgemeinden und so weiter. Und es regelt eben in § 1 Absatz 2, dass unterhalb des Schwellenwertes die VLA nach wie vor anzuwenden ist. Die Unterschwellenvergabeordnung ist noch nicht zur Anwendung empfohlen. Ja, Sachsen-Anhalt ist damit eins von vier. Ich meine, es ist nur noch in Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen nicht der Fall. Was ein bisschen schade ist, weil die Unterschwellenvergabeordnung sich eben stark dem GWB angenähert hat. Und an und für sich, ja, aus meiner Sicht transparenter ist, weil einfach mehr geregelt ist. Ne? Aber gut, vielleicht kommt das ja noch. Wichtige Themen des Landesvergabegesetzes sind nicht nur in Sachsen-Anhalt häufig Mittelstandsförderung, Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Kriterien im Vergabeverfahren und die Entgeltgleichheit. So, ich sagte es schon, bei uns ist der Standard eben die europaweite Ausschreibung. Im Oberschwellenbereich ist aber das Problem, dass wir durch das Vergaberecht langen Fristen unterworfen sind. Und diese langen Verfahrensfristen vertragen sich nicht gut mit dem ja, stark schwankenden, volatilen Energiemarkt. Die Strom- und Erdgaspreise variieren ja täglich, sind abhängig von vielen, vielen Faktoren, von anderen Rohstoffmärkten, CO2, Heizöl, aber auch spekulativ, wie die letzte Kurve nach oben gezeigt hatte. Da wurde einfach viel auf den CO2-Preis spekuliert, solche Themen. Also nicht alles kann man irgendwie ableiten und vorhersehen, weil es ist wie mit jedem Markt nicht alles logisch erklärbar. Grundsätzlich wurden die Fristen in den letzten Jahren schon deutlich verkürzt. Ich weiß es noch von früher. Da hatte das offene Verfahren, die europaweite Ausschreibung, ja tatsächlich 52 Tage Angebotsfrist. Inzwischen sind wir bei 35, beziehungsweise bei elektronischer Bereitstellung der Unterlagen 30 Tagen Angebotsfrist. Trotzdem ist der öffentliche Sektor, der öffentliche Auftraggeber hier einfach im Nachteil. Zum Vergleich, die Industrie, Gewerbekunden, die fragen natürlich an, lassen sich die Preise geben und sind dann eine Stunde, maximal einen Tag an den Preis gebunden. Und natürlich können die Versorger auch andere Preise anbieten.
wenn sie eben nur diese kurze Bindefrist haben und nicht 6 Wochen noch irgendwie alles ausgewertet und beschlossen werden muss und so weiter und so fort. Das sieht man hier, wie schnell der Strompreis, in diesem Beispiel der Strompreis, sich eben ändert. Und wenn ich eben denke, zum Beispiel am 15.04., jetzt haben wir eine ganz gute Preislage, ich starte das Ganze mal, dann sieht man eben am 15.05., ja, sieht die Lage deutlich anders aus. Den Preis möchte man dann eigentlich nicht, ne? Das ist also das Problem, was wir haben, speziell bei Energieausschreibungen, weil die Preise einfach nicht stabil sind. Und hierdurch entstehen eben dem öffentlichen Auftraggeber, der nun mal dem Vergaberecht unterworfen ist, kostspielige Risiken, Nachteile. Wir haben das Ganze gelöst, bereits seit 2010, durch die Durchführung von elektronischen Auktionen. Ich würde kurz den Ablauf skizzieren. Die elektronische Auktion führen wir bereits seit 2010 durch. Sie war seinerzeit ja mehr so halbherzig im GWB geregelt, galt also nur für Oberschwellenvergaben. Und es stand im Prinzip nicht zur Durchführung. Wir hatten uns dann an der Richtlinie einfach orientiert. Inzwischen mit der letzten Reform wurden die Regelungen in § 25, 26 VGV nahezu übernommen, ne? Das Verfahren transparent beschrieben dort sozusagen und auch inzwischen durch die Unterschwellenvergabeverordnung Vergabeordnung eingeführt. Deswegen ist es für Sachsen-Anhalt ein bisschen schade, weil man eben die Auktion hier nach wie vor, dadurch, dass die VOL A noch zu beachten ist, nur im Oberschwellenbereich durchführen kann. Was ist der Vorteil der Auktion? Das Auktionsverfahren, oder es ist eigentlich kein eigenes Verfahren, sondern eine optionale Ergänzung, sage ich mal. Man beginnt im Prinzip mit einem ganz normalen offenen Verfahren, was durchgeführt wird, sprich man bereitet alles vor, macht eine Bekanntmachung, hat die 30 Tage Angebotsfrist, die Angebote gehen ein, sie werden geprüft und das Verfahren endet aber eben nicht mit der Zuschlagserteilung, sondern es schließt sich der Auktionszeitraum an, der festgelegt ist bei uns regelmäßig auf 2 bis 3 Monate. Und dieser Auktionszeitraum ist eine Art Wartefenster, Wartefrist, sag ich mal so. Ne? Die Bieter sind in der Warteschleife nach Durchführung der ersten Phase und sie gibt eben die Möglichkeit, den Markt zu beobachten über einen doch längeren Zeitraum und zu schauen, wie gesagt, wenn ich jetzt hier am 15. gestartet hätte und am 15.05. meine Eröffnung wäre, würde ich eben die Auktion nicht durchführen in diesem Hochpreis-Zeitfenster, sondern kann dann abwarten, weil ich beschrieben habe von Anfang an in den Vergabeunterlagen, dass die Auktion bis August durchgeführt werden kann. Und somit habe ich Zeit, den Markt zu beobachten und bin dem nicht ausgeliefert durch Abwarten und Fristablauf, sondern kann das aktiv verfolgen, und eben auch reagieren. Und der öffentliche Auftraggeber ist dann eben nicht mehr ausgeliefert, sondern kann aktiv den Zeitpunkt bestimmen, wann diese preisrelevante Phase, diese Auktion dann durchgeführt werden soll. Die Auktion kann nur durchgeführt werden, sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinreichend präzise beschrieben werden kann und mithilfe automatischer Bewertungsmethoden das Ganze dann auch eingestuft werden kann. Deswegen haben wir als Zuschlagskriterium nur den Preis, weil dann eine automatische Auswertung und Darstellung möglich ist. Und in dieser Auktion kann dann jeder Bieter, der in dieser ersten Phase ein gültiges Angebot abgegeben hat, einen neuen Preis abgeben. Das heißt, er gibt nicht ein komplett neues Angebot ab. Alle Erklärungen und so weiter wurden bereits in der ersten Phase abgegeben. Und an der Auktion kommt es dann wirklich nur noch auf den schlussendlichen Preis an. Und diesen können die eben nur nach unten korrigieren, eine reverse Auktion sozusagen. Und die Auktion ist auch von den Bietern ein sehr beliebtes und hochgelobtes Instrument, sage ich mal, weil während der Auktion den Bietern ihr aktueller Rang jederzeit dargestellt wird. Das heißt, sie können immer sehen, ob es noch Spielraum gibt und ob sie noch runtergehen können
Und was noch viel wichtiger ist im Bereich der Energieausschreibung, Sie wissen, nach Ende der Auktion sind Sie entweder Platz 1 oder eben nicht. Und wenn Sie es nicht sind, dann ist das Ganze relativ schnell abgehakt. Und wenn Sie Platz 1 sind, dann läuft es in der Praxis so, dass faktisch auf Basis dieser Ranganzeige spätestens auf Basis der Vorinformation, die übermittelt wird von uns am Tag nach der Auktion, in der Regel die Beschaffung ausgelöst wird. Weil einfach Preise, die 14 Tage Bindefristen vorsehen, nicht wettbewerbsfähig wären. Und deswegen ist die Auktion ein super Mittel, um eben auf den Markt reagieren zu können, aber auch ein Instrument, was für alle Beteiligten maximale Transparenz bietet. Im Folgenden habe ich einmal den Ablauf eines Ausschreibungsverfahrens einmal grob dargestellt. Ich will jetzt nicht jeden Punkt in der Tiefe ausführen, das würde zu weit gehen, aber im Prinzip besteht es aus diesen drei großen Schritten. Man muss das Ganze vorbereiten, indem man sich erstmal hinsetzt und guckt, was habe ich denn für einen Bedarf, wann brauche ich Strom oder Gas, was möchte ich für Strom, was habe ich für Abnahmestellen, die ich schon mal dann vielleicht erfasse. Dann müssen das Leistungsverzeichnis und die Vergabeunterlagen eben mit der Angebotsabgabe, den Bewerbungsbedingungen und Vertragsunterlagen erstellt werden. Das findet alles in der Vorbereitungsphase statt. Für welchen Lieferzeitraum soll ausgeschrieben werden? Genau. Das Verfahren wird dann eingeleitet mit der Absendung der Bekanntmachung. EU-weit oder national. Dann läuft die Angebotsfrist ganz normal. Man hat den Öffnungstermin. Die eingegangenen Angebote werden geprüft und gewertet. Und dann ist es eben die Frage, bei einer europaweiten Ausschreibung würde sich eben, je nachdem, wenn die Auktion durchgeführt wird, eine zweite Angebotsfrist anschließen. Ich möchte nochmal kurz zurückgehen. Was hier ein wichtiger Punkt ist, diese zweite Angebotsfrist ist eben eine sehr kurze Frist. Ich sagte eben, die langen Fristen, auch die 30 Tage, sind am Energiemarkt eigentlich nicht vertretbar. Und mit dieser Auktion, die muss eben 3 Tage vorher verschickt werden, 2 Arbeitstage Frist und am 3. Tag kann sie durchgeführt werden. Das ist ein überschaubares Zeitfenster am Energiemarkt, wo in der Regel, Ausnahmen gibt es immer, in der Regel nicht die Welt passiert, sage ich mal, ne, als im Vergleich zu 30 Tagen. Deswegen hat man hier eine zweite kurze Angebotsfrist, ne, dann wird schlussendlich das günstigste Angebot ermittelt. Die Vorinformation wird verschickt und diese löst die sogenannte Wartefrist aus, in der Bieter eben berechtigt wären, gegebenenfalls Nachprüfungsanträge zu stellen. Und wenn diese Frist abgelaufen ist, die eben 10 Tage beträgt, auch nochmal, wenn die Mitteilung elektronisch erfolgt, erst dann darf eben der Vertrag, der Zuschlag erteilt werden. Das heißt, ich komme auf jeden Fall nicht unter diese 10 Tage Bindefrist. Ne? Und das ist das Problem. Im nationalen Bereich wäre es eben so, dass die Angebotsfrist deutlich kürzer gefasst werden kann. Sie muss meiner Meinung nach nur angemessen sein. Das kann im Energiebereich eben, können 3 Tage sein. Wir machen in der Regel 14 Tage, einfach weil wir auch wollen, dass natürlich einige oder viele Anbieter die Ausschreibung sehen und nicht sich 3 Tage nicht eingeloggt haben und das dann irgendwie an irgendwem vorbeigeht. Was gut ist, im Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt ist immerhin auch, das ist nicht überall so, auch auf nationaler Ebene die Vorinformation geregelt. Auch hier müssen eben die bei Unterschwellenvergaben die Bieter, die nicht berücksichtigt werden sollen oder deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, eine Vorinformation erhalten, die dann den Namen des erfolgreichen Bieters, die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung und in der Regel den frühesten Tag des Zuschlags enthält. Und somit wissen auch bei einer nationalen Ausschreibung die Bieter frühzeitig und einige Tage vor Zuschlag eben, ob sie den Auftrag erhalten werden oder nicht. Genau. Ja, das haben wir alles. Was sind die Herausforderungen bei dieser Vorbereitung und Durchführung der Energieausschreibung? Zunächst einmal
wenn das jetzt ein ganz neues Thema ist, muss man vielleicht erstmal gucken, bin ich bzw. ist meine Kommune überhaupt ausschreibungspflichtig? Oder besteht eventuell die Möglichkeit, irgendwie eigene Stadtwerke zu beauftragen, ein sogenanntes Inhouse-Geschäft durchzuführen? Inhouse-Geschäfte sind nach 108 GWB von der Vergabepflicht befreit. Die Voraussetzungen dafür sind aber sehr, sehr streng. Auch dieses wurde mit der letzten Vergaberechtsreform in 2016 sehr gut transparent aufgenommen ins Gesetz, in das GWB. Und vorher basierte es nur auf Rechtsprechung. Und wir haben hier eben verschiedene Tatbestandsmerkmale. Zum einen das Kontrollkriterium. Das heißt, der öffentliche Auftraggeber muss über die Stadtwerke, bleiben wir mal dabei, eben eine ähnliche Kontrolle ausüben wie über seine eigenen Dienststellen. Das ist zu vermuten, wenn er einen wesentlichen Einfluss hat, einen ausschlaggebenden Einfluss hat auf strategische Ziele und Entscheidungen des Unternehmens. Das zweite Tatbestandsmerkmal ist das Wesentlichkeitskriterium. Das heißt, die Stadtwerke müssten ihre Tätigkeit zu mehr als 80% ausschließlich für den öffentlichen Auftraggeber ausüben, der ihre Anteile innehat. Das heißt, das Unternehmen, die Stadtwerke dürfen ihre Einnahmen nicht hauptsächlich auf dem freien Energiemarkt mit der Versorgung von Privatkunden, Privathaushalten und anderen Unternehmen erzielen. Die Aussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Ist eins nicht erfüllt, ist das Thema durch. Ist das erfüllt, wäre schlussendlich noch auszuschließen, dass irgendeine private Kapitalbeteiligung vorliegt. Wenn alles gegeben ist, könnte dies könnte ein interner Vertrag im Rahmen einer Inhouse-Beauftragung geschlossen werden. Es muss aber nicht. Das hat der EuGH auch schon mal herausgestellt. Das Vorliegen der Voraussetzungen berechtigt den öffentlichen Auftraggeber trotz dessen auch zur Durchführung eines formalen Vergabeverfahrens. Ja, die nächste Hürde ist im Prinzip die Schätzung des Auftragswerts. Wo lande ich denn da? Wo befinde ich mich? Oberschwelle, Unterschwelle? Wie ist mein Auftragswert? Das ist gar nicht mal so einfach, denn bei dem Auftragswert, bei der Schätzung ist eben der Gesamtwert des Auftrags zugrunde zu legen bei der Schätzung ohne Umsatzsteuer. Und der Standard bei uns, so wie wir es handhaben, ist die Ausschreibung von Lieferverträgen inklusive Netznutzung. Das heißt, zu dem Auftrag zählen im Prinzip nicht nur der reine Energiepreis, sondern alle Strom- und Gaskosten, die dann noch so existieren. Und wenn Sie Ihre Stromrechnung sehen, wissen Sie ja, wie viele Abgaben, Steuern und so weiter, Umlagen es inzwischen gibt. Das ist eine ganze Menge und einen Großteil machen eben gerade auch die Netzentgelte aus. Netzentgelte sind die Gebühren, die vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung der Netze erhoben wird. Sie variieren sehr stark in Deutschland. Im Osten sind sie in der Regel etwas höher als im Westen. Das ist abhängig von der, von Investitionen in die Netzinfrastruktur, abhängig von der Bevölkerungsdichte und von notwendigen Netzeingriffen zur Stabilisierung. Und ich hatte gelesen, dass die Netzentgelte 2020 bundesweit um rund 7% gestiegen sind und auch für 2021 ein moderater Anstieg zu verzeichnen ist. Im Gasbereich hat letztendlich vor kurzem die Einführung des CO2-Aufpreises für einen kräftigen Anstieg des zu schätzenden Gesamtauftragswerts geführt und zu einem Anstieg der Kosten auf jeden Fall. Grundlage ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz, das BEHG, welches eben ab dem Jahr 2021, ab diesem Jahr, einen nationalen Handel mit Zertifikaten für CO2-Emissionen aus Brennstoffen und dazu gehört natürlich auch Erdgas eingeführt hat. Der Versorger ist verpflichtet, Zertifikate zu erwerben und ist in der Regel berechtigt, die daraus resultierenden Kosten an den Letztverbraucher weiter zu belasten. Das passiert auch standardmäßig so. Diese Kosten sind nicht unerheblich. In 2021, dieses und nächstes Jahr, kann man so mindestens einen halben Cent einkalkulieren auf die
Kosten, die man jetzt schon hat pro Kilowattstunde, ab 2023 0,7 und längerfristig dann irgendwie so um und bei 1 Cent je Kilowattstunde, den man da draufrechnen kann. Am einfachsten ist es eben, wenn man als öffentlicher Auftraggeber seine bisherigen Kosten einmal darlegt und ja überlegt, okay, wie viel Bedarf habe ich, was habe ich jetzt in Cent je Kilowattstunde, gegebenenfalls eben solche Sachen berücksichtigt, wie den CO2-Preis. Und ja, damit dürfte man in der Regel, je nachdem, in welchem Netzgebiet man ist und was man für eine Abnahmestellenstruktur hat, bei Strom bei 22 bis 24 Cent liegen und bei Erdgas bei 4 bis 5 Cent je Kilowattstunde. Das kann man so zur Schätzung heranziehen. Und auch über den Lieferzeitraum, wenn ich eben 2 oder 3 Jahre ausschreibe, muss ich den Auftragswert auch mal, den jährlichen Auftragswert mit 2 oder 3 Jahren dann eben multiplizieren und das zugrunde legen. Ja, dann ist die aktuelle Vertragslage zu klären. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man eben vielleicht neu ist im Bereich der Ausschreibung. Wo bin ich denn überhaupt? Wen habe ich denn alles als Versorger? Habe ich verschiedene Verträge? Muss ich fristgerecht kündigen? Wie sind die Kündigungsfristen? Es passiert gar nicht so selten, dass wir Kunden haben, die 9 bis 12 Monate Kündigungsfrist haben. Da muss man also wirklich rechtzeitig schauen und sich einen Überblick verschaffen, um dann auch die korrekten Lieferbeginne ermitteln zu können. Und ja, der Lieferbeginn gibt mir ja dann vor, plus den Auftragswert, welche Fristen habe ich einzuhalten, wann ich mit dem Ganzen anfangen muss. Wichtiges Thema sind auch im Vorfeld gegebenenfalls notwendige Beschlüsse zu fassen. In unseren Verfahren, und das sollte auch grundsätzlich im Energiebereich so sein, muss eben die Vergabeentscheidung möglichst schnell getroffen werden können. Das heißt, man muss gucken, ist der Bürgermeister oder Verbandsvorsteher oder wer auch immer berechtigt, diese Summe für diese Summe zu entscheiden, oder muss gegebenenfalls irgendwas vorab noch eingerichtet übertragen werden, damit das möglich ist. Denn die Vergabeentscheidung brauchen wir, egal ob Ober- oder Unterschwelle, im Prinzip im besten Fall nach 24 Stunden. Das ist auch das Angenehme bei diesem zweistufigen Verfahren. Wir haben ja im Prinzip nach der ersten Phase alle Angebotsunterlagen, Eigenerklärungen der Bieter vorliegen. Alles kann in Ruhe ausgewertet werden. Und in der zweiten Phase geht es ja dann auch wirklich nur noch mal um den Preis, sodass hier keine umfassende Prüfung der Eignung mehr stattfinden muss. Das ist ja schon nach der ersten Phase passiert, sodass der Vergabevorschlag unsererseits sehr, sehr kurzfristig übermittelt werden kann am selben Tag. Und die Vergabeentscheidung muss dann am Folgetag vom Auftraggeber zurückkommen, damit eben diese Vorinformation verschickt werden kann und der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll und die ihn nicht bekommen werden, informiert sind und diese Wartefrist ausgelöst wird. Aber hauptsächlich geht es darum, dass diese Vorinformation versandt werden kann und der Bieter eben seine Mitteilung hat, ob er den Auftrag bekommen wird oder nicht. Und da muss man eben auch sagen, wir haben in den letzten Jahren, ich meine, seinerzeit einmal ein Nachprüfungsverfahren gehabt, also da ging es noch um die Zulässigkeit der Auktion. Und einmal, weiß ich, hat ein Bieter ein Nachprüfungsverfahren angestrengt. Das war aber nicht durch uns verursacht, sondern da ging es um eine Gemeinde in NRW, die eben den Zuschlag nachher rechtswidrig nicht erteilt hat, sage ich mal so. Und ansonsten sind wir glücklicherweise in diesem Bereich ja davon größtenteils verschont, weil wir eben uns auch, wie soll ich sagen, als Dienstleister oder Vertreter der Vergabestellen nicht von oben herab auf die Bieter zugehen, sondern schon versuchen, auf Augenhöhe zu sprechen und einfach das Ziel für alle ins Auge zu fassen, dass man eben möglichst viele Bieter hat, möglichst gute Angebote bekommt, die Bieter möglichst transparent das Verfahren verstehen und handhaben können, dass Handling einfach ist. Und nur so kann man am Ende eben eine gute Beteiligung und gute Preise auch erzielen. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Bieter rechtzeitig informiert werden. Und das sagt eben schon wahrscheinlich in der Praxis eben die Beschaffung dann tatsächlich auch schon vor Zuschlagserteilung in der Tat ausgelöst wird, weil die Bieter sich einfach sicher fühlen, sag ich mal so.
Wichtiger Punkt dann bei der Ausschreibung von Stromlieferungen zum Beispiel, eben die Stromart festzulegen, soll Ökostrom ausgeschrieben werden. Und dann gilt es eben, die Daten zusammenzutragen. Das ist auch eine Herausforderung, da es sehr, 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 sehr viele Daten sind. Wir arbeiten da mit in der Praxis bewährten Erhebungsdateien, mit Excel-Dateien, in die dann wirklich jedes Detail der Abnahmestelle einzutragen ist. Und das Ganze bildet nachher das Leistungsverzeichnis. Das heißt, wir müssen erfassen, wie ist die Abnahmestelle bezeichnet, wo liegt die Abnahmestelle, worum handelt es sich bei der Abnahmestelle, was ist die Besonderheit bei der Abnahmestelle, was sind die ganzen Zählerdaten und so weiter und so fort. Da sind eben hilfreiche Dokumente, aktuelle Verträge oder die Rechnung. Und das ist im ersten Schritt eben sehr viel Fleißarbeit, die ganzen Daten der Strom- und Erdgasabnahmestellen zu erfassen. Guck noch mal kurz, habe ich was vergessen? Nee. Da die Festlegung der Stromart oder das Thema Ökostrom eben ein sehr wichtiges Thema ist, was uns im Unternehmen bei unserer Arbeit sehr, sehr häufig entgegenkommt, habe ich dazu eine Extrafolie einmal angefertigt, denn der Anteil der öffentlichen Auftraggeber, die Ökostrom ausschreiben, hat in den letzten Jahren natürlich zugenommen. Das ist eine wichtige Frage im Zusammenhang mit der Stromausschreibung und gerade vor dem Hintergrund des Erreichens von Klimaschutzzielen und der Vorreiterrolle auch, die Kommunen einnehmen, ist das einfach ein wichtiger Punkt. Nochmal runtergebrochen auf unsere Ausschreibungen in 2020, kann ich sagen, hatten sich knapp 43% unserer Kunden für die Ausschreibung von Strom aus erneuerbaren Energien entschieden, sprich 39 von 91 Kunden. Also die Tendenz, Entwicklung ist im Moment wirklich so 50-50. Die Frage ist eigentlich, was ist denn Ökostrom? Ökostrom ist ja kein geschützter Begriff. Deswegen orientieren wir uns an der Definition des Umweltbundesamtes und danach sind erneuerbare Energien Wasserkraft einschließlich der Wellengezeiten, Salzgradienten und Strömungsenergie, Windenergie natürlich, Solarenergie, Geothermie sowie Energie aus Biomasse, Biogas, Deponiegas und Klärgas. Beachten ist, das wird häufiger mal übersehen, sage ich mal, dass der öffentliche Auftraggeber eben nicht frei agieren kann auf diesem ganzen Feld. Es gibt ja ein riesiges Feld und Angebot an Ökostromprodukten für mich privat und als öffentlicher Auftraggeber. Hier muss man eben unterscheiden, agiere ich als Privatperson oder bin ich eben als öffentlicher Auftraggeber unterwegs und stellt diese Möglichkeit auch im Sinne des Vergaberechts tatsächlich eine Alternative dar, die ich wählen kann, sozusagen. Denn nicht selten kommen die Kunden dann doch mal mit der Vorstellung, weil sie dies oder jenes bei Verivox verglichen haben oder irgendwo festgestellt haben oder privat dort sind und so weiter. Aber da muss man wirklich beachten, dass für den öffentlichen Auftraggeber eben andere Regeln gelten teilweise, die sich zum Beispiel wie eingangs aus dem erwähnten Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ergeben können, zum Beispiel. Was wir differenzieren müssen, ist, es gibt Ökostromprodukte nach dem Fondsmodell, auch Fördermodell genannt, und nach dem Händlermodell. Fondsmodell ist unserer Meinung nach nicht zulässig. Das bedeutet, Produkte, die nach diesem Modell funktionieren, enthalten eben neben dem Stromlieferpreis einen Beitrag zu einem Fonds der erneuerbaren Energieanlagen, meist in der Region oder aber auch in Projekte, was weiß ich, Regenwaldaufforstung oder sowas, errichtet und investiert und dort in Umweltprojekte investiert. Und der Verbraucher, der Letztverbraucher, der Endkunde zahlt beim Fondsmodell zwar schon den größten Teil des Strompreises für die Lieferung des Stroms, aber den er auch tatsächlich bezieht, aber zugleich eben auch einen kleinen Teil, zum Beispiel einen Fördercent oder wie auch immer das genannt wird bei den Anbietern,
für die Errichtung neuer Anlagen oder für die Aufforstung oder für andere umwelt- oder klimaschonende Projekte. Und bei der Ausschreibung nach dem Fondsmodell besteht aber kein Bezug zum Auftragsgegenstand. Auftragsgegenstand ist die Stromlieferung an den Endkunden. Und nicht zulässig ist eben, dass der Endkunde, der öffentliche Auftraggeber, einen freiwilligen Aufschlag im Prinzip zahlt, der mit Blick auf den Beschaffungsgegenstand einen nicht notwendigen Aufpreis darstellt. Ne? Dies verstößt eben gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und sparsamen Haushaltsführung. Das kann ich natürlich als Privatperson alles gut finden und machen, aber als öffentlicher Auftraggeber muss ich da schon wirklich differenziert schauen. Anderer Hintergrund bei der Entscheidung von Ökostrom ist natürlich häufig der Ausbau und die Energiewende vor Ort, in der Region und in Deutschland. Und da merke ich immer wieder, dass Informationslücken bestehen zum Thema EEG-Förderung. Denn man muss vielleicht ein paar Hintergrundinformationen wissen, um einfach die richtigen oder ja die nicht falsche Vorstellung zu entwickeln von dem, was man dann bekommt, sage ich mal so. Ne? Es gibt in Deutschland oder es gibt insgesamt eben zwei Arten von erneuerbaren Strom. Zum einen ist das der von allen Stromkunden über die EEG-Umlage finanzierte, der sogenannte EEG-geförderte Ökostrom, der, ja, den wir, wie gesagt, wir zahlen ja alle die EEG-Umlage und der geht dann nachher in den Stromsee auch unter sozusagen. Und zum anderen gibt es den erneuerbaren Strom, der ohne diese Förderung produziert wird. Das heißt, wenn ich Anlagenbetreiber bin, wenn ich erneuerbare Energien Anlagenbetreiber bin, kann ich mir überlegen, lasse ich mich EEG fördern durch Marktprämie und so weiter oder lasse ich mich nicht fördern und verkaufe meinen Strom als Ökostrom. Denn die Sache ist die, aufgrund des Doppelvermarktungsverbotes darf EEG geförderter Strom nicht auch noch als Ökostrom ausgeschrieben werden. Das heißt, wenn ich Ökostrom produziere und die EEG-Förderung in Anspruch nehme, geht dieser produzierte Ökostrom eben als Graustrom, sage ich mal, in der Masse unter. Ich darf nicht noch einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch erzielen, dass ich diesen Strom auch noch als Ökostrom verkaufe, sondern ich habe meinen wirtschaftlichen Vorteil schon durch die EEG-Förderung erhalten. Und es ist eben so, dass bisher die EEG-Förderung für erneuerbare Energienanlagenbetreiber in der Regel das wirtschaftlichste Mittel war, weshalb es eigentlich standardmäßig so war. Ich habe noch nichts anderes gesehen, dass der Ökostrom, der angeboten wird, aus dem europäischen Ausland kommt. Insbesondere natürlich Norwegen, Wasserkraft. Manchmal auch Österreich, Schweiz, aber in der Regel Norwegen, Skandinavien. Weil es einfach wenig deutschen Ökostrom gibt. Das mag sich jetzt ändern. Dieses und nächstes Jahr muss man das mal beobachten, weil ja einige größere Mengen aus der Förderung ausgelaufen sind. Zum Großteil habe ich gelesen, dass Anlagen dann auch einfach nicht weiter betrieben werden, weil es nicht wirtschaftlich ist. Denn wenn ich eben nicht diese EEG-Förderung bekomme oder in Anspruch nehme, kann ich Herkunftsnachweise erwerben für meine erneuerbare Energie, die ich hergestellt habe und dann eben diesen Ökostrom verkaufen. Aber der Wert der Herkunftsnachweise liegt im Prinzip weit unter der sonstigen Förderung. Deswegen muss man schauen, wie sich das entwickelt. Das kann sich ändern. Aktuell ist es so, dass aufgrund dieses Doppelvermarktungsverbotes wenig deutscher Ökostrom zur Verfügung steht und bei der Ausschreibung von Ökostrom regelmäßig Ökostrom aus dem europäischen Ausland dann geliefert wird. Herkunftsnachweise genau belegen im Prinzip, wie der Name schon sagt, die Herkunft. Ne? Wo wurde der Strom produziert? Ist er natürlich in der und der Anlage 100% Ökostrom hergestellt? Das ist einfach die Geburtsurkunde sozusagen der Strommenge.
Und deswegen ist im Prinzip der Ökostromausbau, der passiert eben durch die EEG-Umlage. Da muss man ja auch mal sehen, okay, wie wird das EEG jetzt in den nächsten Jahren noch wieder irgendwie reformiert und geändert. Das ist das, wie wir alle die Energiewende in Deutschland fördern mit der EEG-Umlage. Und ansonsten ist der Ausbau eben eher ein europäischer Gedanke und weniger ein nationaler, sage ich mal so. Ja, und damit würde ich meine Ausführung erstmal schließen, sage herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffe, ich konnte Ihnen einen groben Einblick geben, einen verständlichen Einblick geben in unsere tägliche Arbeit, in den Ablauf einer Ausschreibung und wäre jetzt bereit, dass wir im Chat die Fragen sammeln. Ich denke, Frau Lemke, weiß ich nicht, ob wir da noch mal was zusammenstellen. Ich gucke mal rein in den Chat. Herr Steinfurt, ich mache einmal kurz aus. Ja, vielen Dank, Frau Anders. Wir werden so wie angekündigt die Fragen aus dem Chat ein bisschen sammeln, ein bisschen zusammenstellen und hier gleich einblenden. Wir sehen sie schon. Es wäre schön, wenn wir das ein kleines bisschen größer noch kriegen könnten. Denn ich sag mal jetzt, durch den Chat zu scrollen ist sicherlich ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir doch die Fragen alle auf dem Bildschirm. Wir haben zwei Fragen bereits im Vorfeld bekommen. Damit wollen wir vielleicht auch anfangen. Ich würde für alle dann jeweils die Frage nochmal vorlesen. Frau Anders würde nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen antworten, wenn wir vielleicht auf die eine oder andere Frage keine vollständige Antwort bekommen können heute, dann werden wir sicherlich auch im Nachgang noch die Möglichkeit haben, uns da zu verständigen. Die Frage Nummer eins: Wie gehen Sie mit der Weitergabe der CO2-Kosten um? Haben Sie neue Erkenntnisse, Informationen zur Klärung der Weitergabe der CO2-Kosten? Genau, die Frage kam ja gestern schon an von einem Landkreis. Kann ich nicht verbindlich beantworten. Es kommt natürlich individuell auf die vertraglichen Regelungen an. Aber sicherlich ist es so, dass die rechtliche Einordnung umstritten ist, gegebenenfalls gerichtlich geklärt werden muss. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es sich um eine nicht steuerliche Abgabe handelt und diese regelmäßig weitergegeben werden dürfte. Und es ist ja auch der Ansatz des Gesetzes, sage ich mal so, ein notwendiger Teil des Wirkmechanismus, dass diese Kosten umgelegt werden beim Verursacher, sage ich mal, oder auf den Verursacher. Ne? Denn ansonsten würde das Ganze ja eigentlich nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Wir hatten es auch in der Übergangszeit. Es war ja alles sehr abrupt und lange unklar mit dem Bundesemissionshandelsgesetz. Da hatten wir das auch in unseren Verträgen noch nicht drin und hatten dann Bieterfragen auch zu dem Thema bekommen und haben die dann so auch in diesem Sinne beantwortet, dass wir eben gesagt haben, das ist wie eine Steuer oder Abgabe zu behandeln und kann umgelegt werden. Und inzwischen Inkrafttreten des BEHG führen wir es als Kostenbestandteil auf in unseren Verträgen. Das ist einfach die gängige Praxis. Wenn wir, wie gesagt, wir verschließen ja nicht die Augen davor, wie Lieferanten einfach mit Dingen umgehen. Und das ist einfach der Standard und wird sich dann am Ende wahrscheinlich auch durchsetzen. Im konkreten Fall muss man jetzt halt gucken, von wann ist der Vertrag? Gibt es da eine Regelungslücke, sofern sie vorliegt? Kann das so ausgelegt werden, dass, wenn der Vertrag vorsieht, dass alle Steuernabgaben auf den Kunden umgelegt werden, ist davon auszugehen, dass dies auch für die Kosten für Emissionszertifikate gelten sollte. Aber das, wie gesagt, kann ich nicht verbindlich sagen. So meine Vermutung und so gehen wir eben damit um aktuell. Ja, vielen Dank. Wenn dort noch Nachfragen sind, dann bitte im Chat formulieren. Frage 2 kam auch schon gestern. Dort geht es um
Verfahren in den Ausschreibungen, welches Verfahren wird favorisiert, der Arbeitspreis als Festpreis oder die Preisformel. Hier wird dann weitergeschrieben, wie wird eine Preisformel für den geforderten durchschnittlichen Energiepreis für 2022 und 2023 gebildet bzw. erarbeitet, der sich mittels der Preisformel an der Energiebörse in Leipzig orientiert. Welche Wege gibt es für die zuständigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Verwaltungen, die Bestandteile der Formel an der Energiebörse in Leipzig, ja, dort die entsprechenden Bestandteile zu entnehmen und sich hier ein Bild zu machen, so in dieser Richtung? Ja, bitte. Das kann ich im Grunde leider nicht beantworten, da ich, wie ich aufgezeigt habe, wir schreiben ja nicht mit Preisformel aus. Deswegen habe ich jetzt keine im Ärmel, die ich Ihnen da erklären kann oder aufzeigen kann. Unsere Lösung für die Preisschwankungen ist ja eben die Durchführung der Auktion. Das heißt, wir schreiben Festpreise aus, um eben auch diese Planungssicherheit und kalkulatorische Sicherheit zu bieten. Die Formel, da muss man eben gucken, was sind das für Formeln? Bisher waren wir da auch nicht so überzeugt von, weil eine Preisformel kann mir zwar einen marktgerechten Preis vom Tag X bieten, aber vielleicht möchte ich ja diesen Tag halt gar nicht. Und deswegen ist unser Weg eben aktuell nicht über eine Preisformel zu arbeiten, sondern über Festpreise und eben mittels der Auktion auf den Markt reagieren zu können. Ne? Deswegen, da kann ich leider nichts weiter zu ausführen. Gut, das war anders. Sie würden hier die Variante A eindeutig favorisieren Festpreis. Und sagen, der Festpreis wäre die eindeutige, aus Ihrer Sicht zu favorisierende Variante. Herr Trappe Nachteil, möchte dazu noch mal ergänzen. Ich wollte noch kurz sagen, ein Nachteil von Formel und was weiß ich, muss man halt auch gucken, ob man das geleistet kriegt. Ein Nachteil ist auch die Rechnungsprüfung. Ne? Man hat ja dann auch gegebenenfalls in regelmäßigen Abständen, je nachdem, was man da vereinbart, andere Arbeitspreise und so weiter und so fort. Deswegen, also unsere Erfahrung ist einfach aktuell, dass der Festpreis nachvollziehbarer und sicherer ist. Ja, ich wollte nur ergänzen, im Grunde genommen ist es aber auch kein Hexenwerk, weil es gibt ja Kommunen, die schon formelgebundene Preise haben. Auch das geht ja runter bis auch die kleineren Gebietskörperschaften, die Verträge haben, beispielsweise aus dem Contracting, da sind ja diese Formeln auch abgebildet. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wer es gefragt hat, aber im Grunde genommen ist es völlig richtig. Man muss sich dann von dem Anbieter die Wege aufzeigen lassen. Es sollte natürlich für den Mitarbeiter, der am Ende in der Verwaltung sitzt, völlig transparent und nachvollziehbar sein, wie man am Ende den Preis gebildet bekommt. Und ansonsten müsste man sagen, natürlich kann man die Einzelbestandteile, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwelche Produkte, Monatsprodukte, Quartalsprodukte, sowas kann man sich von der Energiebörse holen, das ist ja öffentlich. Aber die reine Formel, die ein Energieanbieter, meistens ist es vielleicht das Stadtwerk, dann kann man das mit denen diskutieren. Ansonsten, wenn man das nicht möchte, müsste man sich halt eine energiewirtschaftliche Beratung einkaufen. Das steht aber den Kommunen im Grunde genommen auch frei. Dass man dann einfach sagt, ich möchte mal ein bisschen mehr wissen zu dieser Formelgeschichte, da müsste man sich an jemanden wenden, der eben das erklärt. Da gibt es Beratungsunternehmen, die Kommunen beraten oder Rechtsanwaltskanzleien. Das kann man dann machen. Gut, kommen wir zur Frage 3. Herr Ahlers hat im Chat die Frage gestellt, für welche Zeiträume erfolgen die Ausschreibungen und sind bei Preissprüngen Anpassungen möglich? Und zwar Anpassungen von beiden Seiten. Also wir führen ja im Prinzip ganz unterschiedlich die Ausschreibung durch, je nachdem, wie der Kunde es wünscht. Das muss man im Prinzip so ein bisschen abwägen. Da wir ja eben Festpreise ausschreiben, empfiehlt es sich natürlich in der Hochpreisphase nicht unbedingt für 3 Jahre auszuschreiben. Anpassungen, Preissprünge, das wären eben dann auch wieder Verträge mit Formeln, müsste man gucken, arbeiten wir eben nicht so. Wir sind in der Regel darauf aus, mit unseren Kunden unbefristete Dienstleistungsverträge zu schließen, um einfach bei diesen Sachen am Ball bleiben zu können und die Daten zusammen auf dem Laufenden zu halten
Und dann wäre es im Prinzip ratsam, wenn die Preise hoch sind, dass man nur ein, maximal zwei Jahre ausschreibt. Und natürlich, wenn die Preise gut sind, sollte man mindestens drei Jahre ausschreiben, um sich da den Preis zu sichern. Aber in unseren Verträgen sind keine Anpassungen vorgesehen und bisher sind wir da die Jahre sehr gut mitgefahren, sage ich mal. Da gab es keine Kritik aus der Praxis, auch von Versorgerseite, ne, wenn die Preise von vor zwei Jahren sind, natürlich günstiger. Aber die Mengen beschaffen die Versorger ja dann auch im Vorfeld und kalkulieren das ja auch mit ein, wie die Entwicklung der Rom- und Gaspreise dann ist. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Budde gestellt. Auch hier geht es wieder um den Zeitraum, aber aus anderer Sicht, nämlich über welchen Zeitraum wird für die Ausschreibung der Durchschnitt der Energiemenge gebildet? Ist auf den ermittelten Durchschnitt eine Mehrmenge an Energie aufzuschlagen, zum Beispiel kühlere Jahre? Mhm. Also hier war wahrscheinlich die Gasausschreibung irgendwo im Hinterkopf bei der Formulierung dieser Frage. Also das wäre ja der Punkt, eben Daten zusammentragen, Leistungsverzeichnis erstellen, dass ich eben alle Abnahmestellen erfasse und natürlich die Verbrauchsdaten auch mitliefere. Und da muss man gucken, gerade jetzt haben wir das natürlich auch sehr viel. Das letzte Jahr ist bei einigen Kunden nicht repräsentativ, was die Verbräuche angeht. Und da sollte man einfach schauen, also in der Regel, sagen wir so, in der Regel ist der Verbrauch kommunaler Liegenschaften relativ konstant, sodass man den Verbrauch des Vorjahres auch als Prognose für den Ausschreibungszeitraum ansetzen kann. Das muss man auch sehen, was habe ich für Abnahmestellen. Ist der Verbrauch schwankend, sollte man einen Durchschnitt der letzten drei Jahre bilden und das als Prognose ansetzen. Und wenn es jetzt eben so ist, natürlich muss man berücksichtigen, letztes Jahr hatte ich dort 400.000 Kilowattstunden, jetzt wurde aber ein BHKW eingebaut. Da muss ich natürlich gucken, wie wirkt sich das im Ausschreibungszeitraum auf den Verbrauch aus. Dann kann ich gar keinen vergangenheitsbezogenen Verbrauch als Prognose nehmen, sondern muss mir einen Schätzwert überlegen in Abhängigkeit von den neuen Bedingungen. Und mehr kann man aber auch nicht machen, ne? Wenn der öffentliche Auftraggeber sich diese Dinge überlegt, dann hat er auch alles dafür getan, um das Leistungsverzeichnis und die Prognose ja angemessen zu erstellen, sag ich mal so. Mhm. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder neu orientieren. Wir haben weitergescrollt. Frage Nummer 5. Herr Keller fragt, welche Entgelte fallen für Ihre Dienstleistung zum Beispiel einer Stromausschreibung an? Ach, für unsere Dienstleistung? Ja, das ist individuell. Das kann ich so nicht beantworten, aber ich sage mal so, also ab, das kommt drauf an, ab 3.500 Euro meine ich, bis je nachdem, also das wird individuell kalkuliert in Abhängigkeit der Abnahmestellen auch, ne? Und ja, das müsste ich mir ansehen, wie viele Abnahmestellen gibt es, wie ist die Struktur, was ist gewollt. Das müsste ich dann individuell beantworten. Die nächste Frage von Herrn Schindler bezieht sich auf die Berechnung der Auftragssumme. Was gilt als Auftragssumme im Vergaberecht bei der Stromausschreibung? Ist das der reine Energiepreis oder ist es der Energiepreis inklusive aller Abgaben und Steuern? Genau, das hatte ich in der Präsentation schon erwähnt. Es ist der reine Energiepreis. Es ist der Energiepreis inklusive Abgaben und Steuern, sofern eben dieser All-Inclusive-Vertrag sozusagen Lieferung plus, der Lieferant kümmert sich um alles andere auch, Netz und so weiter, dann muss ich auch alles mit einberechnen. Schreibe ich nur die Energielieferung aus und habe einen separaten Netznutzungsvertrag mit meinem Netzbetreiber, kann ich diese Netzkosten außen vor lassen. Aber der Regelfall sind diese sogenannten All-Inclusive-Verträge und dann muss ich auch alles außer Umsatzsteuer mit einbeziehen. Danke. Herr Keller fragt jetzt in eine ganz andere Richtung. Ist es angesichts zum Beispiel solcher Komplexität wie Qualität des Stroms ausreichend, das Auswahlkriterium lediglich beim Preis zu belassen? Lassen sich weitere Kriterien wie Qualität des Stroms, Qualität der Rechnungsstellung,
Ansprechpartner vor Ort oder Ähnliches definieren oder auch durchsetzen in der Ausschreibung? Ja, natürlich lassen sich solche Punkte durchsetzen, wobei Ansprechpartner vor Ort schon wieder vergaberechtlich kompliziert oder eigentlich unzulässig ist, denn wenn ich eben eine nationale, deutschlandweite oder europaweite Ausschreibung mache, kann ich nicht verlangen, dass ich einen Ansprechpartner vor Ort bekomme. Ne? Aber ein Ansprechpartner im Allgemeinen solche Dinge oder auch eben zur Stromqualität oder Rechnungsstellung, was möchte ich da beachtet haben? Diese Dinge werden alle im Stromliefervertrag, Erdgasliefervertrag geregelt von uns. Und der wird ja auch mit den Bewerbungsunterlagen, mit den Angebotsunterlagen vorgegeben, mitgegeben. Ne? Die Bieter geben ja keine eigenen Vertragsunterlagen ab, sondern all das stimmen wir mit jedem Kunden individuell ab. Aber das muss man eben nicht dann in Form beim Zuschlagskriterium beachten, sondern die Dinge werden in den Vergabeunterlagen mit geregelt. Ich denke, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann sind genau das ja Bedingungen, die auch in der Phase 1 der Ausschreibung dann eine Rolle spielen, während nur noch der Preis dann für die Phase 2 für die eigentliche Auktion gilt, ja? Ja, genau. Gut, die nächste Frage stellt Frau Pareit. Bei der elektronischen Auktion in der zweiten Phase werden alle oder nur die ersten drei Rangbieter zur Abgabe des neuen Preises aufgefordert? Alle Bieter werden aufgefordert. Das sieht das Gesetz so vor. Und es ist auch in der Praxis, wäre es auch anders nicht praktikabel, denn es ist eigentlich so, alle Bieter, die das Prinzip verstanden haben, geben halt einen nicht kalkulierten Arbeitspreis in der ersten Phase ab, weil sie wissen, es kommt darauf an, dass ich dabei bin, dass ich meine Eigenerklärung, meine Angaben zuverlässig abgebe, dass alles richtig ist. Der Preis ist ja noch nicht entscheidend. Ne? Und deswegen wird häufig auch aufgrund der langen Bindefrist, sie wissen ja nicht, wann die Auktion stattfinden wird, deswegen kommen natürlich theoretisch sehr, sehr hohe Risikoaufschläge auf diese Angebote drauf. Das heißt, sie haben dann auch vielleicht erstmal einen Strompreis von 10, 15 Cent da stehen, der ja aber noch nicht für die Wertung eben abschließend ein Ausschlusskriterium bildet. Ne? Also alle Bieter, und das steht auch so im Gesetz, alle Bieter, die ein gültiges Angebot abgegeben haben, werden dann zur Auktion eingeladen. Das heißt, Ihre Phase... Phase 1 ist nicht zu vergleichen mit einem Teilnahmewettbewerb, wo ich dann die Anzahl der eingereichten Anträge sozusagen noch reduziere, sondern alle, so wie Sie es gerade sagten, alle Bieter, die ein gültiges Angebot eingereicht haben, sind sozusagen dann berechtigt, in der Phase 2 mitzuwirken. Genau, es handelt sich um verbindliche Angebote bereits in dieser ersten Phase. Würde ein Bieter theoretisch bei der Auktion nicht mitmachen, würde halt abschließend dann doch eben sein Preis aus der ersten Phase gewertet werden. Also das Angebot ist komplett verbindlich und würde bis zum Ende der Bindefrist auch stehen bleiben. Ne? Und nur der Preis kann in der Auktion nochmal nach unten korrigiert werden. Und das dann auch nur nach unten? Ja. Deswegen muss er auch in der ersten Phase hinreichend hoch sein, weil ja die Auktion eben nur nach unten geht. Und angesichts der Marktlage, wie gesagt, muss er da in der ersten Phase dann eben auch entsprechende Risikoaufschläge aufschlagen, um nachher dann auch nach unten bieten zu können. Ne? Gut, vielen Dank. Herr Keller fragt noch einmal, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die Abgabe eines All-Inclusive-Preises präferieren? Wenn ja, wie gehen die Lieferanten damit um, dass die zukünftigen Abgaben zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht zur Verfügung stehen? Sind die öffentlichen Auftraggeber in solchen Fällen bereit, den Risikoaufschlag zu tragen? Nee, da haben wir uns jetzt missverstanden, beziehungsweise ich habe es auch, glaube ich, gar nicht so deutlich festgelegt in der Präsentation. Also im Rahmen der Ausschreibung lassen wir uns von den Energieversorgern ausschließlich den reinen Energiepreis anbieten, aber am Ende wird ein All-Inclusive-Vertrag geschlossen. Für die Angebotsabgabe sind diese Preisbestandteile
nicht relevant, da sie für jeden Bieter gleich hoch sind. Und ich gebe ja über den Liefervertrag vor, welche Steuern, Abgaben, Umlagen dazukommen. Für die Bewertung ist also allein der Energiepreis ausschlaggebend, aber am Ende wird ein All-Inclusive-Vertrag geschlossen und der Lieferant hat seine Rechnung natürlich über die gesamte Kostenbestandteile dann aufzustellen. Aber für die Ausschreibung ist nur der reine Energiepreis wichtig. Das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob öffentliche Auftraggeber, wenn sie selber ausschreiben, das anders machen. Früher habe ich es auch mal gesehen, führt am Ende nur zu Chaos und Durcheinander, weil auch meistens ganz viele Versorger, deren täglich Brot ist das eben auch nicht, gar nicht in der Lage sind, alle Abgaben und Umlagen tatsächlich in der korrekten Höhe anzugeben, ne? Und deswegen kommt da am Ende oft nichts Gutes bei raus. Und für eine Ausschreibung ist der reine Energiepreis völlig ausreichend. Peter, dein Mikrofon. Entschuldigung. Das waren offensichtlich alle Fragen, die jetzt bisher im Chat gestellt wurden. Wenn ich in den Chat so schaue, dann gibt es da noch eine kleine Diskussion, aber die bezieht sich, glaube ich, auch auf die bereits beantworteten Fragen. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich nochmal das Wort an Herrn Trappe übergeben. Ja, ich will noch mal ganz kurz eingehen auf die Chat-Mitteilung von Herrn Keller. Er hat natürlich recht. Wir haben jetzt ja nicht sozusagen die Tiefen der Beschaffungsmodelle erörtert heute. Das wäre sicherlich, ich sehe hier schon das nächste Thema, ja, oder ich sehe schon zwei nächste Themen. Das eine sind mal Beschaffungsmodelle, das andere ist mal sowas wie Konzessionen oder den Kommunen noch mal irgendwie ein Stück weit helfen können. Herr Keller hat natürlich recht, es gibt in den Beschaffungsmodellen, da müsste man sich dann noch mal ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen. Also neben dem, was wir jetzt schwerpunktmäßig abgearbeitet haben, diese Stichtagsbeschaffung, das Festpreismodell, gibt es natürlich noch sowas wie eine strukturierte Beschaffung. Und dann gibt es sowas wie ein Tranchenmodell, das heißt, man bildet Teilmengen. Und für die einzelnen Teilmengen kann ich in einem Vertragsmodell wieder Einkaufszeitpunkte bestimmen und kriege dann eine Optimierung in dem Vertrag. Aber das ist natürlich von der Komplexität her noch mal eine ganz andere Geschichte als ein Festpreis- und Auktionsmodell. Insofern, da müssen wir uns dann halt nochmal mit auseinandersetzen, wenn das im Interesse der Kommunen ist. Müssen wir gucken, wie wir sowas organisieren. Uns nochmal mit den Beschaffungsmodellen auseinandersetzen. Und in der Hierarchie der Beschaffungsmodelle würde man sozusagen nach dem Festpreis-Auktionsmodell, nach der strukturierten Beschaffung und dem Tranchenmodell, käme danach eigentlich nur noch ein Portfolio-Management. Das ist dann aber ungleich komplizierter. Alles ist in jedem Fall davon abhängig, wie gut die Vorbereitungen der Kommunen sind. Das heißt, wie gut kenne ich meine Verbrauchsstellen, wie gut kenne ich meine Jahresverbräuche. Und dann bin ich eben bei sowas am Ende wie einem Lastgang. Und den Lastgang, den ich dann in irgendeiner Weise mit Vertragsmodellen unterlegen will, das ist natürlich die Schwierigkeit, die bei der gesamten Energiebeschaffung als Herausforderung ansteht. Also insofern, danke nochmal, Herr Keller, für den Hinweis. Sollten wir nicht vergessen, uns als Merker setzen. Wir freuen uns über entsprechend positives Feedback der Kommunen, wenn sie sagen, das ist nochmal ein Thema. Würden wir uns da nochmal drum kümmern. Ja, ansonsten Dankeschön. Ja, wir sind am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Wir haben die angekündigte Zeit nicht ganz ausgeschöpft, aber ich denke, wir haben alle doch neue Erkenntnisse gewonnen und haben Informationen, die uns in unserer Arbeit auch weiterhelfen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie Zeit aufgewendet haben, um heute hier dabei zu sein. Ich danke Frau Anders, dass sie uns hier ihr Wissen in der Präsentation vermittelt hat. Herr Trappe hatte gerade schon zusammenfassend festgestellt, dass das ja nur ein kleiner Ausschnitt war aus diesem ganzen Feld der Energiebeschaffung. Ja, wir werden, wenn Ihre Fragen aus den Kommunen sich zu einem speziellen Thema, zu einer speziellen Fragestellung nochmal, wenn es sich da lohnt, nochmal eine gesonderte Veranstaltung zu machen, dann werden wir das sicherlich auch tun, auch organisieren. Ich möchte Sie alle aufrufen, uns Ihre Fragen zuzusenden.
dann können wir versuchen, wie wir Antworten finden auf Ihre Fragen und Sie bestmöglich auch weiterhin unterstützen. Ja, vielen Dank an alle. Vielen Dank an Frau Anders. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie alle gesund. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und vielleicht beim nächsten Mal auch wieder in einer Präsenzveranstaltung. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Und wenn noch Fragen sein sollten, können wir gerne im Nachgang auch nochmal kommunizieren, Herr Steinfurt. Ne? Das werden wir tun und wir werden auch die Informationen aus dieser Veranstaltung allen zur Verfügung stellen. Okay, gut. Alles klar. Ja. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.